Hallo liebe Lego-Fans und herzlich willkommen zur 5. Episode der Lego Safari. Wie letzte Woche angekündigt, geht es in dieser Episode um die Felsen im Hintergrund und wie ihr da einen möglichst natürlichen Flow reinbekommt, seht ihr natürlich in diesem Video. Um mehr Stabilität in das Ganze reinzubekommen, habe ich auf der Rückseite eine Mauer gebaut und die hat natürlich auch noch den Vorteil, dass man dann von allen Seiten nicht mehr reingucken kann, wie sich da hinten die Steine so verstecken. Und man kann natürlich auch dann verschiedene Farben innen drin für die Stützstruktur nehmen. Und wie gesagt, da habe ich mal so ein bisschen schon mal gebaut, dass wir da auch Stabilität in das ganze Mock und in diese Felswand reinbekommen. Die neuen Krokodile sind auch jetzt schon angekommen, die habe ich hier platziert. Die werden auch auf diesem schlammigen Vorsprung hier vorne sitzen bleiben. Und um hier hinten Stabilität reinzubekommen, muss man natürlich eine kleine Unterkonstruktion haben, worauf man die Felsen dann bauen kann. Um so einen natürlichen Felsvorsprung bauen zu können, benötigt ihr verschiedene Farben, damit das alles ein bisschen wilder und natürlicher aussieht. Ich nutze jetzt hier zum Beispiel Dark Tan, Tan und Nougat. Nougat ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, ist glaube ich in den Mario-Sets jetzt recht oft mit drin. Ihr habt auch oft in den Pick-a-Brick-Walls, dass ihr jetzt 1x1 und 1x2 Basic-Bricks da drin habt und die kann man sehr gut dafür benutzen. Welche Teile ihr allerdings für so einen Mock- bzw. Felsvorsprung braucht, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Ich war gestern noch bei JB Spielwaren und dem Nachbarn, der ist ein Bricklink-Händler und das ist mir ganz gelegen gekommen, dass ich da noch ein, zwei Teile mitnehmen konnte, die ich hier für den Felsvorsprung brauche und die zeige ich euch natürlich jetzt. Die absolute Basis für solche Felsvorsprünge sind Slopes. Da habe ich die zum Beispiel hier in Dark Tan, die 1x2x3. Die habe ich dann in verschiedenen Farben, wie zum Beispiel Nougat. Und der älteste Stein eigentlich davon ist halt in Tan. Die gibt es auch alle in verschiedenen Höhen. 1x2x3, 1x2x2. Und was auch ganz wichtig sind diese Inverted Slopes. Die sind ein bisschen seltener. Da kommt man echt nicht ganz so schnell und gut dran. Und da muss ich auch immer ein bisschen sparsam mit bauen, weil ich davon gar nicht so viele habe. Die nächsten Steine, die ihr benötigt, sind ganz normale Basic-Steine. Versucht da nicht die unbedingt größten Steine zu nehmen, sondern wirklich 1x2 und 1x1. Die kann man super dazwischen setzen und da kommt man eigentlich immer ganz gut dran. Und die geben dem Ganzen auch natürlich Höhe und Stützstruktur. Und die baue ich natürlich auch noch in Dark Tan ein, damit ich hier auch wieder alle drei Farben drin habe. Der nächste Punkt sind diese Käseecken, die man gut benötigen kann, um Studs abzudecken. Ein weiteres wichtiges Element sind diese Bricks mit Studs on Side, also mit diesen Noppen auf der Seite, und da versucht auch verschiedene Formen zu benutzen, um dann halt auch mal wieder ein, zwei Steine entgegenkommen zu lassen, damit alles nicht so glatt und geleckt aussieht. Hier in dem Bereich habe ich das gemacht, vereinzelt, dass ich da diese Studs eingebaut habe, um da ein bisschen wilder zu werden und mehr Natürlichkeit rauszuholen. Kommen wir zu den Platten und Steinen, die ich jetzt bei Bricklink bestellt habe und in Oberhausen abgeholt habe. Hier habe ich zum Beispiel für die Bodenarbeit, damit man da auch wieder ein bisschen detaillierter wird, noch verschiedene Wedges abgeholt, in rechts und in links. Diese Flügelplatten, die sind echt wirklich ganz gut, um da auch mehr Winkel reinzubekommen. Und wir brauchen für die Felswand natürlich noch wieder ein paar 1x2 Slopes und die gibt es dann halt auch wieder in Inverted. Hier sind nochmal ein paar Platten, die ich ganz gerne dann auch am Boden verbaue. Diese Platten, die kann man nicht nur auf dem Boden, sondern auch ganz gut in die Felswand stellen. Gerade wie schon gesagt mit diesen Studs on Side Bricks kann man die ganz gut dazwischen klemmen, gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr natürlichen Eindruck. Um auch mal verschiedene Größen und Flächen zu bekommen, habe ich hier diese größeren, ich weiß gar nicht, wie die heißen, bestellt. Auf jeden Fall sind die ganz wichtig, dass man da auch mal verschiedene Formen in die Wände reinkriegt. Die gibt es auch noch ein bisschen kleiner, in rechts und in links. Und dann gibt es auch noch diese abgerundeten Teile, die man ganz gut in die Wände einbauen kann. Oder halt auch zum Abschluss von Bodenteilen. Und natürlich ganz wichtig, die Inverted Bricks oder Slopes.
Und das war auch schon meine Bricklink-Bestellung. Das bin ich mal gespannt, wie weit ich damit komme. Man denkt immer, man hat so viel bestellt, aber in der Wirklichkeit ist das gar nicht so die Masse, die man dann doch braucht. Und da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachkaufen müssen. Aber erstmal komme ich damit weiter mit den verschiedenen Steinen, um die Felsen weiter zu gestalten. Ein wichtiges Pärchen an Steinen habe ich noch vergessen und das sind im Prinzip diese kleinen Plates, die man ganz gut in die Wand für verschiedene Höhen setzen kann, damit die ganzen Slopes nicht auf einer Ebene sind. Und natürlich, um diese zu snotten, um einzelne Details in die Wände reinzubekommen. Den Mittelpart des Mocks habe ich jetzt schon mit der Steilwand ausgestattet. Ob das die finale Höhe ist, weiß ich nicht. Ich muss natürlich auch schauen, dass ich ein bisschen haushalte mit meinen Steinen. Und dann werde ich mal sehen, ob ich noch eine Ebene drüber baue. Zumindest werde ich die nicht ganz flächig bauen, weil ja oben noch der Fluss weitergeführt werden soll. Und hier könnt ihr ganz gut sehen, dass ich hier zwischendurch diese Snot-Technik, also die Studs Not on Top, verbaut habe. Das sind diese ganzen kleinen Platten hier drin. In der Mitte habe ich es rausgelassen, weil hier sowieso der Wasserfall vorkommt, wo man hinterher nur noch so ein bisschen die Schattierung sehen kann. Und hier wird es noch ein bisschen wilder. Da habe ich dann auch viel mit diesen Käseecken gebaut, dass man die auch in verschiedenen Winkeln mal benutzt, um dem Ganzen ein bisschen mehr Wildnis zu verleihen. Den Fluss werde ich natürlich hier mit dem Wasserfall auch fortführen. Da muss ich auch gucken, dass ich da verschiedene Farben wieder einbaue, um da gewisse Tiefen zu erreichen. Und hier auf der linken Seite kann man ganz gut sehen, habe ich diese Stützstruktur und diese Mauer schon gebaut. Da hinten sind noch so ein paar Bögen, die das Ganze abstützen. Das macht das alles recht stabil. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier auch diese Trennfuge wieder beibehalten, weil das Ganze noch transportabel bleiben muss. Und von daher muss ich halt Teil für Teil bauen. Ich schiebe die natürlich zusammen, um da einen homogenen Übergang von dem Felsen zu bauen, dass man da nicht irgendwie fünf Studs irgendwie daneben sitzt. Hier auf der rechten Seite kann man schon sehen, diese Stützstruktur, das ist recht stabil. Und da kann man dann hinterher noch von der Höhe her größer werden. Und dann werde hier so ein Ausläufer sein von dem Gebirge, dass es alles weiter nach vorne kommt. Und gegebenenfalls baue ich hier hinten noch so eine etwas höhere Wand hinter, dass man so einen kleinen Felsvorsprung noch wieder hat. Ich werde nächste Woche leider nicht dazu kommen, weiterzubauen. Leider ist gut gesagt, ich darf meinen Jahresurlaub verbringen und deswegen bin ich zwei Wochen nicht im Lande und dann werden wir uns wahrscheinlich in 3 Wochen wiedersehen, wenn ich ein bisschen weitergebaut habe. Dann werde ich auch mal einen Baumarathon hinlegen, damit ich ein bisschen schneller vorankomme. Eigentlich wächst das Mock von der Zeit her ganz gut. Ich bin also noch im Zeitplan bis zum 13., 14. November. Und dann werde ich hier auch die Ebene noch ein bisschen weiterbauen können. Und dann hoffe ich, dass wir uns zur nächsten Episode wiedersehen. Die wird also in 3 Wochen sein. Bis dahin mögen die Steine mit euch sein.